Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Nathalie und ich möchte mit euch heute eine neue Lidschattenpalette von Maxim, Giacomo und Catrice testen. Die Palette kostet 14 Euro, ich denke 5,90. Ich habe die online bestellt, weil die wurde nur online verkauft bei DM und ich habe sie bestellt zu unserer Filiale. Dafür muss ich leider noch plus 5 Euro bezahlen. Ich habe nicht gewusst, dass bei Catrice direkt wird keine Versand kosten. Aber damals, mir war ehrlich gesagt egal, ich wollte die unbedingt haben. Maxim Giacomo ist eine YouTuber, Influencer. Der hat super interessante Kanal. Er ist attraktiver, ganz lieber Mensch. Also ich schaue seine Videos sehr gerne. An dieser Stelle könnte nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu dieser wunderschönen Leistung und ich könnte mir nur vorstellen, wie viel hat das Mühe, Zeit und Energie gekostet. Ich kenne Maxim persönlich nicht nur durch, dass ich schaue seine Video und so wie ich ihn kenne, er ist ein Mensch, der, wenn etwas macht, dann ergibt alles, also 100%. Deswegen, ich habe von ihm wirklich eine besondere Palette erwartet und ich denke, ich habe sie bekommen. Also wenigstens das, was ich in seinem Video gesehen habe, ich war einfach nur hin und weg und deswegen hat mir gesagt, diese Palette muss ich auf jeden Fall haben. Ich würde natürlich Maxim Kanal für euch unter meinem Video verlinken. Obwohl, die Palette habe ich gestern bekommen und ich habe natürlich sie schon eingeschaut. Ich habe mich nicht vertraut, sie zu testen, weil ich wollte sie ganz neu vor der Kamera für euch zeigen. Und ja, es wird First Impression Video. Dieses Design, ich bin total begeistert. Es ist Druck, also das ist wirklich ein Muster, die kann man spüren. Hier steht Maxim Giacomo Catrice. Die Palette enthält 18 Farben. Für dieses Preis ist schon... ist schon heftig. Ich weiß nicht, wie die haben das geschafft. Die Palette wurde in einem Schacht. Und ja. Diese Farbe, also das ist total meins. Ich bin so begeistert. Mit einem großen Spiegel. Ah, die Farbe. Okay. Mein Gott, die sieht so schön aus. Ich denke, Besseres kann man wirklich sich nicht wünschen. Hier sind alle Farben für jeden Geschmack. Ich habe gestern mir schon überlegt, was könnte ich mit dieser Palette kreieren, ja? Ich denke, ihr könnt es schon vorstellen. Es wird natürlich blau Augen-Make-up-Look. Ich liebe blau und ich würde mit euch heute erst einmal die swatchen. Also wenigstens diese blaue Farbe. Die ist so weich. Und so pigmentiert. Wow. Also wirklich, die Palette kostet nur für 14 Euro. Ich kann das nicht glauben. Oh mein Gott, das ist diese Qualität. So, Mädels, alles klar. Ich will Zeit nicht verlieren. Wir werden jetzt starten. Ich habe schon verstanden. Ah, die ist schön. Guckt ihr. Diese Pigmentierung. Ja? Zum Ende meines Videos. Ich würde für euch Farbe swatchen. Auf jeden Fall. Okay, ich bin sowas begeistert. Es ist genau meins. Brau Maxim und Dankeschön Maxim für diese einfach nur wunderschöne Palette. Ich würde jetzt anfangen mit Base unter meine Unterlidschatten. Also ich habe heute ganz schlau keine Concealer aufgetragen. Also wenn das etwas runterfällt, dann könnte ich nachher korrigieren. Also wie ihr seht, meine Base schon sitzt. Ganz ehrlich, solche Lidschattenpalette, sie inspirieren, motivieren. Ich wollte heute wirklich benutzen meistens Blaufarbe. Jeder übrigens hat seinen Namen und ich würde anfangen mit... Ach Gott, mit was? Ich denke, ja, Poco di Acqua. Also die sehen beide sehr ähnlich aus, aber die ist matt und die ist mit Schema. Also ich weiß nicht, die hat so eine besondere Qualität. Ich würde mit einem flachen Pinsel auftragen auf meinem beweglichen Lid. Wow, diese Farbabgabe. Ist das wirklich für 14 Euro? Ich weiß nicht, ich bin begeistert. Schaut ihr diese Qualität?
Ich denke, das ist das beste Qualität, was ich bis jetzt bei Drogerie gehabt habe. Ganz ehrlich. Ich habe jetzt die Farbe bis zu meine hier Knochen aufgetragen. Nicht ganz dicht nach vorne, aber fast auf dem ganzen beweglichen Lid. Das gleiche Farbe, ich wollte auf jeden Fall unten jetzt parallel so auftragen unter auf meinen Wimpelkranz. Ich denke, es wäre gut, wenn ich nehme doch andere Pinsel, zum Beispiel wie eine Stiftpinsel. Jetzt die dunkle Blaufarbe, die heißt Livestream. Und damit, ich wollte hier. Oh mein Gott, das ist von einmal einfassen. Das ist Pigmentierung. Oh Gott. Okay, ich würde jetzt das aufbauen hier. Sprachlos. Ich bin sprachlos. Ich habe wirklich das. Nein, ich habe das erwartet von Maxim. Ganz ehrlich, ich habe erwartet. Er wird mich nicht hören, aber trotzdem. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Für das, was du gemacht hast. So, ich habe erstmal bis hier aufgetragen, die Farbe, seht ihr? Dann wurde ich nachher das alles verblenden. Also heute wieder eine First Impression, deswegen es wird ein bisschen sehr kreativ, also wird heute. Was auf dem Pinsel, ich wollte auch hier unten weiter auftragen. Wie sehe ich jetzt aus? Also die Farben sind so pigmentiert, man muss dafür auch bereit sein. So, ich verbinde jetzt von unten nach oben die Farbe, blaue Farbe. Ich versuche jetzt erstmal mit Wattestäbchen hier ein bisschen die Form korrigieren, bevor ich wurde das alles verblenden, weil Pigmentierung ist so, so stark. Das wirklich habe ich nicht erwartet. Ich habe erwartet gute Pigmentierung, aber das so, so, so. Ein bisschen hier nachbauen. Jetzt die Farbe Marie, ich denke, die ist matt. Und mit einem schmalen Pinsel. Zuerst mal am besten auf dem Hand. Damit ich würde diese ganz dunkle Farbe verblenden. Mit das gleiche Marie-Farbe verblende ich auch das unten. Okay, ich muss das erstmal ein bisschen doch mit feuchtem Tuch wegzumachen. Also von einer Seite Pigmentierung ist Bombe, von anderer Seite, ihr seht, das doch ein bisschen rutscht. Es lässt sich wunderbar verblenden. Gut, dass ich habe keine Concealer noch aufgetragen. Ja, diese Aqua. Ich würde noch hier ein bisschen auftragen und versuchen, die auch verblenden in Blaufarbe, damit dieser Übergang wird schön und ganz fein. Von Livestream jetzt wieder hier an die Seite. Ich würde das noch ein bisschen nachbauen, damit das ein bisschen mehr dunkler wird. Jetzt diese wunderschöne Farbe, die heißt Limoni. Also absolut sauber Pinsel wie ein Stift. Meistens dreckige Arbeit habe ich schon gemacht. Und jetzt, ich würde alle Farben zusammen verbinden mit diesem auch Stiftpinsel. Ich verblende Limoni-Farbe jetzt in meine Blau-Farbton. Jetzt mit das gleichen Pinsel, aber hier, ich würde keine mehr Farbe auf dem Pinsel nehmen. Ich würde einfach nur die Blau ziehen nach vorne, weil mir gefällt nicht, dass die Farbe hier abgebrochen wurde. Wieder schmale Pinsel wie ein Stift. Ich nehme diese Marie-Farbe, also matt, zuerst mal auf dem Hand. Und ich wollte hier ein bisschen mehr präzise unten gehen. Ein bisschen aufhellen und verblenden. Pinsel von MAC 217 und Color Match, ich denke Color Match. Hautfarbe unten verblenden und oben, damit Übergang
zwischen so intensiver Blaufarbe und meine Hautfarbe wird mehr weich und ich finde, diese Farbe ist dafür perfekt. Und das gleiche mache ich oben. Von Essence eine blaue Kajal würde ich auf meine Wasserlinie auftragen. Und natürlich oben zwischen Wimpern und auf dem Wasserlinie. Ich schlage vor, jetzt eine Concealer auftragen und dann sehen wir weiter. Ich trage jetzt die neueste Mascara von L'Oréal. Eye Volumen Mega Mascara auf. Ich würde nachher noch trotzdem falsches Wimpel auftragen, weil ich finde, zu diesem Make-up definitiv gehören, weil falsche Wimpern. Jetzt Highlighter unter Augenbrauen. Also ich nehme jetzt aus der Palette von Tamtam Highlighter. Das ist schon mein fertiger Look. Ich habe schon falsches Wimpel aufgetragen. Ich habe übrigens heute benutzt von Tamtam Beauty, also aus dieser limitierten Edition. Also ich habe die im Nummer 254 heute benutzt. Aber ehrlich gesagt, mir gefällt 250 vom viel mehr. Und Lippenstift, das ist von L'Oréal. Ich würde für euch Nummer unten mein Video im Infobox lassen. Und jetzt zum Palette nochmal zurück. Also ich bin total begeistert und ich denke, ich würde alle Farben jetzt nicht swatchen, weil ihr findet das wirklich bei Maxim auf seinem Kanal und er hat das so alles gut präsentiert. Ich würde nur ein paar wenigstens jetzt testen. Diese auch. Wow. Also das ist wirklich eine. Wow. Also vielleicht man kann das nicht sofort sehen, aber Pigmentierung ist wirklich super. Diese Farbe sehr, sehr cremig. Ja, genau. Wow. Also diese Farbe hat gesagt, man kann wirklich weiterziehen und weiterziehen. Das stimmt. Schaut ihr. Natürlich. Typisch Maxim Farbe. Das ist hier. Das wollte ich auch testen. Wow. Also, das ist sowas eine, ich weiß nicht, Koral. Ich weiß nicht, wie kann ich diese Farbe beschreiben, aber super. Ich könnte euch wirklich diese Palette empfehlen und überhaupt diese Palette für mich persönlich etwas Besonderes. Oh, das ist ja wunderschöner Farbton. Das mag ich auch sehr. Also hier, ich denke, gibt es keine Farbe, die ich nicht mag. Okay, schwarz, braun, genau, schwarz und braun auf jeden Fall. Ich wollte testen, weil ich finde, schaut ihr, diese braune ist perfekt einfach für Smoky Eye. Also das ist wirklich eine richtige braune Farbe. Okay, wo? Genau, das ist perfekte Farbe für Smoky. Nicht warm, also richtig und schwarz. Maxim hat gezeigt, dass man könnte auf diesem Schwarz zum Beispiel drüber, nehmen wir zum Beispiel diese Farbe, übrigens, wie heißt diese Farbe? Sassy? So, schaut ihr. Ja. Ah. Wow, also das ist einfach nur genial. Man kann diese Kehle auf dem Braun auftragen. Auch sieht schön aus. Seht ihr? Wenn ihr wolltet, dass ich noch andere Make-up-Look mit euch zusammen, also vor der Kamera, kreieren, dann schreibt mir bitte in den Kommentar. Und ja, ich würde mich richtig freuen auf eure Daumen nach oben, wenn das Video hat euch gefallen. Und natürlich, ihr könnt dann ganz gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz bald. Eure Nathalie.